Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Rotmagier Jobklassenquest hier im Spiel Final Fantasy XIV Stormblood. Es geht mit euch zusammen weiter ab Stufe 66. Mich freut es natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Also vielen Dank dafür, dass ihr dem so fleißig folgt. Und ich bin wie immer hochmotiviert, mit euch jetzt weiter die Quest zu bestreiten. Denn ich muss ja sagen, ab Stufe 63 ist es jetzt schon wieder von der Story, nimmt es Fahrt auf und es wird immer spannender und auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Jetzt habe ich erst vor ein paar Tagen das Allerschutzheiligen-Event hier in Final Fantasy XIV absolviert und das ist eigentlich jetzt schon längst abgeschlossen, aber rein von der Story her des Rotmagiers kommt es mir so vor, als wäre ich noch so ein bisschen im Halloween-Feeling, dass es schon ein bisschen gruselig ist, ne? Also ab der Stufe 63er Quest haben wir herausgefunden, dass die, naja, dass teilweise die Rotmagie, weil Rotmagier unter dem Einfluss der Nichtsgesandten stehen, weil die Rotmagier anscheinend Blut in sich tragen von den Nichtsgesandten, die anscheinend Monster sind und dadurch die Rotmagier irgendwie ihren Verstand verlieren oder ihre Kontrolle über den Körper. Das ist ja mit der Aya hier passiert, der Schülerin hier rechts von uns. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Und solltet ihr bis dato einfach nur Bahnhof verstanden haben, weil ich verstehe, weil es alles sehr komplex ist, kann ich euch wirklich nochmal ans Herz legen. Schaut in die Videobeschreibung dieses Video rein. Dort findet ihr die Playlist des Rotmagiers. Und dann versteht ihr auch ein bisschen mehr von dem, was ich hier gerade so vor mich hinbabbel. Also, und für die Leute, die fleißig am Start waren bis jetzt, die wissen, wie es weitergeht. Wir befinden uns also in Frohalde bei den Koordinaten X5, Y5. Im Dravania-Bereich und ja, wir legen dort los, wo wir aufgehört haben. Rein optisch gesehen, für die Leute, die letzte Folge gesehen haben, haben es ja gemerkt, Zarina sieht ein bisschen leicht bekleidet aus. Ja, das liegt daran, dass ich noch zum größten Teil das Outfit der 63er-Instanz Shisui trage. Und wie gesagt, die 65er-Instanz Badams Probe bin ich nicht allzu oft abgegangen oder zumindest abgelaufen, da die Wartezeiten als Damage-Dealer ja aktuell oder generell immer ein bisschen länger sind als vom Heiler oder vom Tank. Und deshalb zieht sie es bei mir vom Level aktuell. Und auch gleichzeitig vom Outfit hat sich nicht so viel getan, außer dass ich neue Handschuhe habe und auch einen neuen Hut. Ich meine, und Schuhe sind auch neu. Also das sieht so ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht, optisch jetzt nicht das Beste. Ist so eine wilde Mischung aus robuster Kleidung und Bikini-Outfit. Ja, aber ich glaube, das sollten wir trotzdem schaffen, die Quest. Und bin gespannt jetzt, wie es weitergeht. Also, es hat sich nicht viel getan. Wie gesagt, ich habe ja auch schon in der letzten Jobklassen-Quest erwähnt, dass ich gerne mal ein bisschen vorlevel. Und da war ich ja schon Level 66. Deshalb hat sich jetzt nicht so viel getan. Und ich würde trotzdem mal sagen, wir sind gespannt, wie es von der Story weitergehen wird. Und deshalb quatschen wir jetzt mit dem X-Hund hier mal. Und da gibt es also nicht ab Stufe 66, sondern ab Stufe 65 sehe ich gerade. Gibt's die Quest das Blut der Nacht? Ja, es geht um diese Blutrichtung. Ich habe es ja schon erwähnt. Also, die Rotmagier und die Nichtsgesandten, Blut, das gehört irgendwie zusammen, teilweise. Zumindest bei der Aya. Und da sind wir gespannt, was auf uns zukommen wird. Und wie es dazu kam, dass die Aya, die Schülerin der Rotmagie, ja, ihre Kontrolle verloren hat. Also, schauen wir mal. So, kurz die Kamera mal drehen. Was haben wir jetzt hier? Also, und X und Tia sagt folgendes zu uns. Zarina, mit Aya zusammen habe ich bereits eine Unzahl an Büchern durchgearbeitet. Doch wir haben nirgends einen Hinweis auf die Ursache ihres Problems gefunden. Dafür habe ich mich an etwas erinnert. Es gab da ein bestimmtes Buch, das Lambert mit mehr Eifer studierte als alles andere. Nur leider fällt mir dessen Name nicht mehr ein. Es waren die Aufzeichnungen eines Ketzers, der in Ishgard im Zusammenhang mit einer bizarren Mordserie verhaftet wurde. Er soll seine Opfer rituell und mit Hilfe von Magie ermordet haben. Oh mein Gott. Damals hat man die Schultern gezuckt und den Täter als verrückt abgetan. Aber wenn ich mir jetzt darüber nachdenke, naja, Lambert muss in den Aufzeichnungen über irgendetwas Wichtiges gestoßen sein. Und Aya sagt, das klingt ja ziemlich gruselig, aber wenn es uns weiterhilft, dann werde ich nach diesen Aufzeichnungen suchen. Und X und Tier sagt, naja, das Problem ist, dass das Buch mit den Aufzeichnungen eine absolute Rarität ist.
Da es sich um etwas wie einen Schatz handelt, sollten wir vielleicht einen Experten auf dem Gebiet der Schatzsuche fragen. Sarina, du kennst sicherlich die Schatzsucherin Nächtlicher Tau. Ich möchte, dass Aya und du zu ihr geht und sie um Hilfe bittet. Okay. Ich werde derweil eine andere Spur nachgehen. Vielleicht kann ich das Buch, entgegen aller Erwartungen bei Rowena kaufen. Naja, so abwegig ist sie nicht, ne? Rowena kennt ihr ja, ne? Das ist ja die Händlergöttin von Final Fantasy XIV. Die verkauft alles. Also mich würde es nicht wundern, wenn die das auch beschaffen kann. Aber mal schauen. Gut, also X und Tier klärt das mal ab mit Rowena. Die hätte unglaublich viel Kontakte. Die steht ja da vorne. So weit muss er ja gar nicht gehen, der X und Tier. Die Rowena steht hier. Und das ist ja für die Leute, die nicht wussten und Final Fantasy nicht so lange spielen. Die Rowena, die gibt schon seit Beginn von Final Fantasy und die verkauft alles. Ja? Also da muss ich schon oft hin, auch legendäre Items sozusagen oder Bruchstücke zu holen für meine legendäre Waffe. Also wenn die Frau nicht weiß, wo das Buch ist, dann weiß es keiner, ganz ehrlich. Aber gut, wir lassen mal X und Tier dort allein. Das heißt, okay, Schatzsuche betreiben, um ein verlorenes Buch zu finden. Ja, da kriegen wir hin. Hoffentlich. Warte, wo müssen wir denn hier? Wo müssen wir hin? Mit Nächtlicher Tau sprechen. Ah ja, ist hier auch ein Vorhalt in der Gegend. Sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, so rein Schatzsuche technisch bin ich ja auch gar nicht so schlecht unterwegs. Also, ich habe ja auch Fähigkeiten, Schätze zu finden, aber gut. Sprechen wir mit der Dame hier. Nächtlicher Tau heißt die Dame. Oh, und die soll sich also auskennen. Na gut, mal gucken, was die Nächtliche Tau zu sagen hat. Und sie sagt Folgendes. Oh, du bist, dieses Mädchen sucht die Aufzeichnung eines Ketzers? So einen gefährlichen Zeitvertreib hätte ich dir bei dem unschuldigen Gesicht gar nicht zugetraut. Ja, die Eier, die schaut nur so aus. Die hat's faustig in den Ohren. So, und Nächtlicher Tau sagt, naja. Wie, was habe ich falsch verstanden? Ach so, ihr seid auf Anraten eures Lehrmeisters X und Tier vom Roten Sturm hier. Und es geht um einen mörderischen Magier, der sein Opfer rituell geopfert hat. Ich möchte mal kurz erwähnen, ich komme mir nochmal so vor, als wäre ich so im Halloween-Event. Es ist echt gruselig. Aber gut. Natürlich habe ich davon gehört. Um dieses Buch ranken sich viele Gerüchte unter den Schatzjägern. Einer will es mal im Rafa-Duin-Hof der großen Gubal-Bibliothek gesehen haben. Der Titel dieses Buches lautet Das Blut der Nacht, wenn ich mich recht entsinne. Das Buch soll von jemandem geschrieben worden sein, der sich einbildete, von einem Dämon abzustammen. Es soll halb Tagebuch, halb Roman sein und viele magische Formeln enthalten. Oh mein Gott. Und Aya sagt, naja, das klingt ja sehr nach dem Buch, von dem unser Lehrmeister geredet hat. Wir müssen zu Rowenas Kulturzentrum zurückkehren und ihm davon berichten. Vielen Dank, Nächtlicher Tau. Okay. Ja, es wird immer interessanter, würde ich sagen. Was wurde erwähnt, dass dieses Buch halb Tagebuch und halb Roman sein soll und von einer Person abstammen soll, die sich selbst als Dämon sieht? Ja, okay. Läuft. Also ich bin ja mal gespannt, wie die Person ausschaut, die sich als Dämon empfindet. Mal gucken. Gut, berichten wir mal X und Tier, was wir erfahren haben. Und X und Tier sagt, ihr habt den Namen des Buchs herausgefunden. Das Blut der Nacht? Ja, das ist das Buch. Der Verfasser des Buches glaubte also, von einem Dämon abzustammen. Das ist alles sehr mysteriös. In Ishgard mag man ihn für einen Ketzer gehalten haben, aber es ist durchaus denkbar, dass er ein Rotmagier war, der sich mit dem dunklen Ritual selbst verflucht hatte. Und im Rafundin-Hof der großen Gubal-Bibliothek wird jemand dieses Buch gesehen haben? Oder will jemand dieses Buch gesehen haben? Nun, momentan ist das unsere einzige Spur. Sarina, du bist schon mal dort gewesen, oder? Ja, schon oft.
ist einer meiner Lieblingsinstanzen. Möchte ich nur kurz an der Stelle erwähnen. Du warst schon mal dort, was? Naja, irgendwie habe ich dir das auch nicht anders angesehen. Dann kannst du ja uns den Weg weisen. So. In der Bibliothek treiben sich also die Schalianer der verlassenen Wächter. In der Bibliothek treiben also die von den Schalianern zurückgelassenen Wächter ihr Unwesen. In dem Fall sollte Arya wohl besser hierbleiben. Wenn wir auf starke Feinde treffen, wird kein Weg daran vorbeiführen, Magie im Kampf einzusetzen. Und Arya sagt, dann werde ich wieder das Haus hüten. Versprecht mir, dass ihr beide gut auf euch aufpasst, ja? Kein Problem. Saryna, lass uns gleich in Richtung Dravanisches Hinterland aufbrechen. Wir treffen uns bei der großen Gubal-Bibliothek. Okay, machen wir. Ja klar, wenn man ein Buch findet, dann da, ne? In der Bibliothek. Aber es ist trotzdem noch mal sehr mysteriös, muss ich sagen. Wer könnte dahinter stecken und was hat das dann mit Arya zu tun und ihrem Einfluss, den sie ausgesetzt ist? Also der... Ein bisschen komisch. Aber das wird sicherlich noch alles fügen. Und bin jetzt echt gespannt, ob wir die Ursache herausfinden für diese Rotmagier-Krankheit. Kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass Lambert, der Erzfeind von X und Tier, sich da sehr stark für interessiert hat für dieses Buch und wohl auch studiert hat. Und dadurch hat er sich vielleicht auch selbst als Dämon gesehen? Kann das sein? Hat Lambert sich hinten raus als Dämon gesehen und der totalen Vernichtung hinreißen lassen? Schwierig. Man weiß nicht mehr. Ich meine, Lambert ist von uns gegangen. Oder wir haben uns ins Jenseits geschickt. Zumindest glaube ich das. Nicht, dass er nachher nochmal auftaucht. Das wäre schon sehr mysteriös. Aber kann ja alles passieren. Also sind wir mal gespannt, was in dem Buch steht und ob wir es finden. Und ob wir dadurch dann etwas herausfinden über den Verfasser des Buches. Also wer wirklich sich als Dämon gesehen hat oder sieht. Denn wir wissen ja nicht, ob der Verfasser noch lebt. Und ob er vielleicht doch, ob er wirklich ein Dämon ist. Ich meine, das Buch ist schon uralt. Aber ich glaube, Dämonen, die leben ja fast unendlich. Außer es kommt Saryna Levis und haut den Dämon ins Jenseits. Naja, mal gucken, also. Ich weiß nicht. Aber es ist natürlich schon naheliegend, dass sich das jetzt so in die Richtung entwickelt, dass wir dann ab Stufe 70 gegen den finsteren Dämon kämpfen müssen. Also ich glaube, das wird uns schon erwarten. Aber gut. Ich bin gespannt. Ich finde die Story recht cool, muss ich sagen. Also schon von Stufe 50 zu 60 fand ich schon ziemlich geil. Was geil. Also kampftechnisch war es dann jetzt nicht so geil, weil es halt schon alles sehr easy peasy war. Bis auf die Level 60er Quest, die war schon nicht schlecht, Herr Specht. Und jetzt von der Story von Stufe 60 bis 70 nimmt es auch Fahrt auf. Also ich bin angetan. So. Jetzt sind wir hier. Ja. Sind hier richtig. Auf geht's. Und X und Tier sagt, bist du bereit? Wir haben genau ein Ziel. Wir kämpfen uns bis in den Raffosudinhof vor. Finden dieses Buch und schnappen es uns. Soweit ich mich erinnern kann, war das Buch, das Lambert damals nicht aus der Hand legen konnte, sehr dick und in Leder eingebunden. Keine besondere nützliche Beschreibung, ich weiß. Aber wir werden es schon finden. Gehen wir jetzt wirklich in die Instanz rein? Gehen wir jetzt die komplette Instanz? Ich bin neugierig. So, auf geht es. Also. Wo sind wir hier? Warte mal. So, und X und Tier sagt, dieser Ort ist vielmehr eine Dämonenhölle als eine Bibliothek. Dort hinten liegt der Raffodienshof. Wo starten wir denn jetzt gerade? Warte, wir wollen hier kurz gucken. Wo sind wir hier? Kennen wir den Bereich? Wir kommen doch von dort, oder? Warte mal. Ich muss es mit der Instanz vergleichen. Okay. Das ist der letzte Teil, ist das. Bevor es im Endboss geht, wisst ihr? Hier kommen wir runter. Hier sind noch die Ads, diese Fledermäuse. Und dann geht es hier einmal rum. Runter und dann zum Endboss. Okay, also wir sind schon am Schluss der Instanz. Ist also kein neuer Bereich. Okay, auf geht's. So, an der Stelle möchte ich kurz erwähnen, warum ich die Instanz so geil finde.
Nicht nur vom Setting her, vom optischen, sondern auch von der Musik, weil die so crazy ist. Ich mag das einfach. So. Aber gut, auf geht's. Ich hoffe, X und Tier heilt uns ein bisschen. Aber ich denke mal schon. So, wir werden die mal hier ins Jenseits befördern. Die halten auch nicht so viel aus, natürlich. So, ein paar Cars und dann sind sie schon fertig. Next one, da können wir schon mal unser Mana auffüllen. Dunkles und weißes Mana. Also schwarz und weißes Mana. Das läuft also. Alles kein Problem hier. Gut, weiter geht's. So, aber jetzt hier das richtige Buch zu finden, ich weiß ja nicht. Ist eine Menge Bücher. Und die leuchten rot. Ist das auch in der normalen Instanz auch so? Ist mir nie so richtig aufgefallen. Leuchten die Bücher auch rot in der regulären Instanz? Muss ich das nächste Mal drauf achten. So, okay. Kümmern wir uns um die auch noch hier. Hab keine Chance gegen uns. So. Die ist gerade vom Sound irgendwie so extrem leise, kommt mir das vor. Also manchmal bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen laut und leise geschalten. So, warte, ich mach den noch kurz platt und dann mach ich ein bisschen lauter. Die Musik muss man hören. So, warte, so, können wir schon mal lauter machen. So ein bisschen. Gut. Und jetzt können wir unsere Special Abilities anwenden. Das heißt, hier einmal Ermutigen nutzen, dann Randchargen, dann Fläche und dann eben halt hier magische Riposte, magische Zwerchhau und magisches Redoublement. So schaut's also aus. Also auf geht es. Randjumpen. Alles raus. Und dann kommt der maximale Schaden rüber und dann wieder wegstabben. Backstab und die gleiche Rotation von vorne. Und dann ist der schon fertig hier. Der Logos, so heißt er. Super. Alles tiefenentspannt. So, was haben wir hier? Lebende Bücher. Sind das neue Gegner? Ich muss sagen, ich habe da nicht so richtig darauf geachtet, so auf die Gegner. Sind die in Instanz auch? Ich glaube schon, oder? Lebende Bücher. Suchen wir genau so ein Buch, genau so ein Buch suchen wir, glaube ich, oder? Ist auch Lederband, oder? Ja. So, man sieht schon hier, also wir kriegen schon gut Schaden rein, aber wir werden ja auch ordentlich von X und Tier geheilt, also das ist ja nicht das Problem. So, der macht auch noch Schaden zusätzlich. So, Mana spare ich mir auf, für den Mob unten habe ich schon einen großen gesehen. So. Naja, unterbrich mich doch nicht hier. Gut, weiter geht's. So, wir haben wieder 100 weiße Mana-Punkte, 100 schwarze, das heißt, wir können wieder voll raushauen. Ich glaube, da unten war nämlich noch so ein großer. Ja, da vorne ist der große. Springen runter. Hier runter kann man nicht. Ja, egal, dann hauen wir das mal da auf den raus. Oder kommen die alle an? Ich weiß gar nicht. Komm mal ran hier. Pullen wir mal ran. Und dann jumpen wir ran. Fläche, alles instant raushauen. Oh, hält ja nichts aus hier. So. Perfekt. Und wieder aufbauen die Mana-Punkte. Also vom Kampf her muss ich sagen, ist das alles mal sehr tiefenentspannt. Also da gab es wirklich nur die Level 60er Jobklasse-Quest, die wirklich herausfordernd war, wo wir extrem viel ausweichen mussten, wo wir stacken mussten mit der Aya war es, glaube ich, gewesen. Also das war schon nicht schlecht gewesen vom Schwierigkeitsgrad. Aber sonst rein von den restlichen Jobklassen-Quest ist es alles sehr unkompliziert, nenne ich es jetzt mal. Also seht ihr auch selbst, ja. Natürlich habe ich mir das relativ beste Equip, was man haben kann, durch die Instanzgänge. Aber das läuft. So, okay, das passt. Hier nicht mehr der Bossraum. Kommt der Endboss jetzt auch hier runter? Da haben wir Bücherstapel. Besorge das Blut der Nacht. Aha. Ja. Ist das hier Glücksspiel oder was? Kommt jetzt Ads raus wahrscheinlich, oder? Ah, ne, was steht jetzt hier? Das Urteil des Ritters. In dem steht, im Jahr 960 der 6. Ära des Lichts wurde in einer Kirche in Coertas ein Priester ermordet. Der Mörder war ein Mann namens Trifanil, der es, obwohl er in einfachen Verhältnissen hineingeboren wurde, bis zum Ritterschlag geschafft hatte.
Der besagte Priester hatte einer Familie von armen Leuten ihr Kleinkind genommen, unter dem Vorwand, ihm einen Dämon auszutreiben zu wollen. Oh Gott. Der Ritter Trifanil beobachtete jedoch, wie der Priester sich an dem Kind vergehen wollte und streckte ihn mit einem Schwert nieder. Er sorgte für wahre Gerechtigkeit und die verfaulte Orthodoxie konnte den Priester nicht schützen. Wow. Also das ist jetzt schon die harte Tobak. Warte, das müssen wir nochmal sacken lassen. Warte, hier im Chat steht es ja nochmal hier. Was haben wir jetzt hier? Achso, da steht nicht mehr der Text, schade. Ah, na wenn das mal wieder nicht Anspielungen sind. Priester vergehen sich an Kindern. Heieiei, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie was von der Leine losreißen. Aber, ne, ich meine, könnt ihr euch selbst mal was vorstellen. Ob das nicht wirklich auch so ein bisschen Real-Life-Bezug hat, ne? Aber gut. Und so ein bisschen Exorzist ist ja auch interessant, ne? Aber waren ja auch andere Zeiten gewesen. Gut, was haben wir noch hier? Jetzt müssen wir die ganzen Geschichten aufsammeln. So, was haben wir hier? Sammlung heilsamer Kultbilder. In dieser Sammlung von Kunstwerken sind verschiedene Göttinnen unglaublich detailliert abgebildet. Warum die Sammlung keine Bilder von männlichen Gottheiten enthält, kann nur vermutet werden. Es kann nur weibliche Göttin geben. Es gibt keinen männlichen Gott. Interessant. So, was haben wir noch hier? Interessant. Und da haben wir noch die Arkane Tragödie. Die Arkane Tragödie erschütterte Ulda während der frühen Torona-Ära. Es handelt sich dabei um eine mysteriöse Mordserie, die viele Opfer forderte und niemals aufgeklärt werden konnte. Die Leichname wiesen Arkana auf, wie sie Astrologen verwenden. Ja, was ist denn los? Ist der jetzt ein Rotmagier oder ein Astrologe der Mörder? Oder beides? Der Mörder bestimmte seine Opfer wohl mit der Sonnenkreuztechnik und unter den Opfern befanden sich Personen, die in Streitigkeiten im Sultanspalast verwickelt waren. Nicht wenige sind der Überzeugung, dass es sich um gezielte Auftragsmorde handelte, die in einer scheinbar wahllosen Mordserie verschleiert werden sollten. Also sprechen wir von verschiedenen Mördern oder ist es ein Mörder? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also ist ein Rotmagier ein Mörder? Ist der Astrologe ein Mörder? Sind es zwei verschiedene Mörder? Sorgt der eine für Gerechtigkeit, indem er halt den Priester niederstreckt oder na, weil er sich an Kindern vergangen hat? Es ist ein bisschen verwirrend. Mal gucken, was hier noch erfahren werden. Die in Finsternis begrabene Heilige. Uiuiui. Die Tinte ist so ausgebleicht, dass sich der Text nicht mehr entziffern lässt. Aha. Ja, und Exotier sagt die ganze Zeit was. Was hat er gesagt hier? Nein, das ist es auch nicht. Ich wünschte, wir hätten Zeit, uns all diese Bücher durchzulesen, aber die haben wir nicht. Ach so, warte mal kurz. Ach so, das sind also verschiedene Bücher halt. Das hängt also nicht zusammen. Weil Exotier hat immer wieder kommentiert hier auch. Zuvor hat er gesagt, das ist nicht das Buch, nach dem wir suchen. Wir suchen ein Buch mit dem Titel Das Blut der Nacht. Okay, also das ist alles unabhängig davon, von der Rotmagier-Quest jetzt hier, was wir bis jetzt gelesen haben. Aber gut, trotzdem interessant. Das heißt, das müsste das richtige Buch sein. So, was haben... Oder auch nicht. Tagebuch eines Goldschmieds. Heute bin ich zum Finsterwald aufgebrochen. Lady Amandine des Oberhaupts der Datacores, die zu meinem Stammkunden zählen, hat mich gebeten, meine neueste Kreation direkt an ihr Anwesen zu bringen. In ihr Anwesen zu bringen. Und als ich das Hauke Herrenhaus betrat, verstand ich zum ersten Mal, was absolute Schönheit ist. Na dann. Geschmackssache. Oh! Okay. Das ist der Wächter der verbotenen Schrift. Sorina! Zuerst müssen wir den aus dem Weg räumen. Das machen wir. Okay, das kommt unerwartet. Oder auch nicht. Ich meine, das ist ja der Boss von der normalen Instanz. So, wir haben alle Mana-Punkte. Das heißt, wir hauen alles raus, chargen ran und Full Damage. Und dann wegjumpen, auf geht's. Ich heile mich mal nicht. Ich hoffe, dass wirklich hier X und Tier mich hochheilt die ganze Zeit. Ah, okay, die Kügelchen, die droppen auch, wie in der Instanz. Die explodieren ja immer wieder mal. Das heißt, da auf Range gehen von den Kugeln, die man abgelegt hat.
Das heißt, okay, passt. Solange ich ordentlich Heilung bekomme, von X und Tier, oh, ausweichen, dann sollte das kein Problem sein. So, einmal ranrennen. Also das kennen wir schon durch die reguläre Instanz. Die Mechaniken sind bekannt. So, mit dem roten Symbol am besten am Rand ablegen, damit die Kugel nicht in der Mitte stört. Dann wegrennen von der Kugel. Also alles kein Problem. So, ich brauche nur ordentlich Heilung von X und Tier. Sonst muss ich mich selbst heilen. Das muss mir nur sagen, X und Tier, sonst sterbe ich hier. Also ich vertraue voll und ganz auf X und Tier und mache mal nur Damage. Einmal ausweichen. Wieder Schaden, dann ranchargen, Special Abilities, Kugel am Rand ablegen jetzt schnell. Hier ablegen am Rand und danach wieder in die Mitte. So schaut's mal aus. Gut. Heilung bitte, X und Tier. Du lässt mich schon ordentlich droppen, aber ich vertraue dir. Die Musik ist genau die gleiche wie beim Endboss, regulär, in der Instanz. So, oh, das müssen wir auch alleine machen. Uiuiui. Wollen wir rennen schnell? Das gibt's ja nicht. Der hilft gar nicht, X und Tier. Ich muss alleine das machen mit Sprint. Ah doch, der hilft doch. Okay, das haben wir geschafft. Wenn das so ist, dann muss ich gleich mit ihm zusammen ja rennen. Falls die Mechanik auch kommt. Weil die Frage ist, hier kommt auch die Dreier-Mechanik, wo wir drei Leute stacken müssen. Ich glaube nicht, das wäre ziemlich unfair. Ich bleibe jetzt direkt mal hier am Rand stehen. Dann kann ich direkt hier die Kugel ablegen, sobald die auf mir castet. Oh, ausweichen. Das passt soweit, alles kein Problem. Einmal ran. Aber gleich wieder volles Mana. So, einmal am Rand hier wieder hin. Dann einmal noch weißes Mana auffüllen und dann kommen die Special Abilities mit Ermutigung, um mehr Damage rauszuhauen. Exakt jetzt. Heranchargen, Fläche, die Special Abilities mit magische Riposte und Redoublement wegsteppen. So schaut's aus. Oder ein bisschen Schaden kassiert. Etwas zu spät rausgejumpt, aber kein Problem. Und wieder das gleiche Spiel von vorne. Sehr gut. Und dann ist er auch schon gleich down. Ich hoffe, er droppt dann wirklich auch das richtige Buch für uns. So, weiter geht's. Oh, oh, einmal ausweichen. Schnell, schnell, schnell. Dann nutze ich jetzt auch nochmal hier Mana-Fizierung, um Mana komplett hier hoch zu boosten. Fertig. Ranchargen, Special Abilities. Danach wieder wegchargen. Dann ist er auch wieder fast down. Also man sieht auch vom Gameplay, wenn man das so mal ein bisschen verinnerlicht hat, von der Rotation, dann ist auch selbst der Boss zu zweit machbar. Wow, aufpassen. So. Und X und Tier sagt, tja, wer sich mit zwei Hochmagiern anlegt, der Wächter scheint in seinem Buch ein verbotenes Buch zu verbergen. Okay. Da haben wir. Er hat einen Bücherstapel gedroppt. Das ist wohl unseres, oder? Tja. Und da haben wir das Buch gefunden mit dem Titel Das Blut der Nacht. Ich bin der Nachfahre von Dämonen, denn ich habe ihr Blut empfangen. Ich schreibe dieses Buch für meine Geschwister, die der Finsternis entstammen. Aha. Die Priester wollen mich zu einem Mörder machen und meine Worte als Lügen abstrafen. Doch was ich nun schreibe, ist so real, wie Magie nur sein kann. Die einzigen Lügen sind die Glaubenssätze der Priester. Aha. Das ist genau das, wonach wir gesucht haben, sagt X und Tier. Dann brauchen wir uns nicht länger mehr an diesem muffigen Ort aufzuhalten. Lass uns schnell hier verduften. Okay. Interessant. Interessant. Na gut, was haben wir hier noch hier? Also wir sind ordentlich durch die Instanz gekommen. Das war so kein Problem. Und jetzt spreche ich noch kurz mit X und Tier, was er zu sagen hat. Und er sagt Folgendes. Sarina, gute Arbeit. Ohne dich hätte ich mich da drin nicht zurechtgefunden. Zeigst du mir bitte mal das Buch? Ja, hier. Da haben wir das Blut der Nacht. Die Aufzeichnung eines Serienmörders, der in Ishgard als Ketzer hingerichtet wurde. Okay, also er lebt auf jeden Fall nicht mehr. Mhm, okay. Bitteschön. So, und X und Tier sagt,
Es wurde tatsächlich von jemandem geschrieben, der sich als Nachkomme von Dämonen bezeichnete. Damals hielt man seine Aussage für nichts weiter als das Gewäsch eines Ketzers. Doch der Mann kannte sich anscheinend wirklich mit Ritualmagie aus. Die Aufzeichnungen machen einen geordneten Eindruck und wirken keineswegs, als hätte sie ein Irrer verfasst. Es handelt sich um eine praktikable Anleitung zur Ketzerei. Lambert muss das Geheimnis des Seelenraubs diesem Buch entnommen haben. Und das ist nicht alles. In diesem Buch steht im Großen und Ganzen alles, was wir wissen wollen. Lass uns nach Vorhalde zurückkehren und zusammen mit Aya darüber sprechen. Okay. Aber was heißt das jetzt für uns? Ich meine, okay, der Verfasser des Buches wurde hingerichtet vor vielen Jahren. Und mein X und Tier sagt, er war kein Irrer, aber ganz ehrlich, ich meine, er war Serienmörder. Also ich bin so ein bisschen irritiert von seiner Aussage. Also ich glaube jetzt, ich meine, er sagt auf einer Seite, das war kein Irrer und der hat nicht wirres Zeug geschrieben, aber ganz ehrlich, wer sich da in der Zeit als Dämon oder auch in der heutigen Zeit als Nachfahre oder Vorfahre eines Dämon bezeichnet, der ist für mich schon ein bisschen neben der Spur, oder? Was denkt ihr? Und wenn er noch ein Serienmörder ist, naja, ich weiß ja nicht so recht. Ich bin gespannt, was Aya jetzt sagen wird. Gut, und X und Tia sagt, ich habe gerade eben die letzte Seite zu Ende gelesen. Beim Durchlesen ist mir eine bedrückende Tatsache bewusst geworden. Ja, was denn? Dass er wirklich ein Serienmörder war? Na, er sagt, doch ich habe auch eine Lösung für Ayas Problem entdeckt. Also, dann lass mich mal erzählen. Ich bin gespannt. Natürlich zuerst mal die mysteriöse Musik. Die darf nicht fehlen. So. Und Aya sagt, dann war der Verfasser dieses Buches gar kein gewöhnlicher Mörder, sondern ein Magier, der die Magie uralte Zeiten beherrschte? Ganz richtig, sagt X und Tier. Von der Zeit, als in Mach Nichtgesandte beschworen wurden, bis zu der Zeit, als die Rotmagie entstand, studierte er unzählige Schriftstücke zu geheimen Künsten und eignete sich so einen unvergleichbaren Wissensschatz an. Die Erklärung dazu, wie ihm das alles möglich war, liegt in diesem Buch. In diesem Buch und in seinem Blut. Er war der Nachfahre eines Großmagier aus Ma, der es irgendwie geschafft hatte, sich das Blut eines Nichtgesandten eines besonderen hohen Ranges zu initiieren. Das Blut von Lilith. Die unglaubliche Macht, die der Großmagier damit erwarb, gab er an seine Nachfahren weiter. Wie jetzt? Willst du mir sagen, dass der Serienmörder, von dem wir gerade sprechen, unser Vorfahre war und er die Rotmagie erschaffen hat? Oh Gott. Die Magier von Ma waren die einzigen, die je mit dem Blut von Nichtsgesandten experimentierten. Und diese Methode wurde durch die Rotmagier strengstens verboten. Doch wie sich nun herausstellt, kam das Verbot zu spät. Okay, also gab es die Rotmagier schon bevor er dort rum experimentiert hat. Aha, okay, ich bin beruhigt. Das Blut von Lilith wurde über die Enkel und Urenkel des Großmagiers immer weiter vererbt. All jene, in deren Adern diese schwarze Gift zirkulierte, griffen Unschuldige an, um ihren Äther zu rauben. Sie wurden von der Bevölkerung als Blut der Nacht bezeichnet unerbittlich gejagt. Jetzt komme ich zum Kern der Geschichte. Sowohl Lambert als auch du, Aya, zählt höchstwahrscheinlich zu den Nachkommen jenes Blutes der Nacht. Oh nein. Das kannst du der Aya doch nicht sagen, Junge. Dass sie nichtsgesandte Vorfahren hat. Ich meine, oh mein Gott. Ja, so würde ich auch reagieren. Ich habe Nachforschung angestellt, ob sich eure Blutlinie bis zu jemanden aus der Familie Callowise zurückverfolgen lassen. Das ist der Name des Buchautors. Callowise, okay. Ah ja,
Dein Stammbaum mütterlicherseits geht tatsächlich auf jemanden mit dem Namen Calloway zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist. Oh Gott. Oh Gott, ah ja. Oh mein Gott. Die ist ein Nachkomme eines Serienmörders, eines Monsters. Und Aya sagt, in mir fließt das Blut eines Nichtsgesandten. Und X und Tier sagt, ich habe mich anfangs gewundert, warum du so magisch veranlagt bist und warum dir Schwarzmagie so viel mehr liegt als Weißmagie. Wenn ich nun bedenke, dass du das Blut von Lilith in dir trägst, ist das plötzlich alles nachvollziehbar. Lambert war damals auch so. Er hat nicht wie angenommen die Macht eines Nichtsgesandten auf sich übertragen, sondern nur eine Macht aktiviert, die seit seiner Geburt tief in seinem Inneren schlummerte. Der Autor des Buches hat die Methode dazu für seinen Nachkommen schriftlich festgehalten. Und Aya sagt, dann hat Lambert dieses Ritual auch auf mich angewendet? Naja, wenn ich bedenke, wie kompliziert die Durchführung dieses Rituals ist, halte ich es für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist etwas in dir erwacht, als du mit der Rotmagie in Berührung kamst. Ich frage mich jedoch, warum dieses Erwachen bei dir so schnell ging, wenn es bei Lambert jahrelang gedauert hat. Vielleicht besitzt du eine angeborene Affinität. Lambert muss irgendetwas darüber herausgefunden haben, schließlich sprach er in seinen letzten Atemzügen noch über deine bereits gesponnene Schicksalsfäden. Stimmt. Tja. Doch nun genug der schlechten Nachrichten. Es gibt eine Methode, um den Fluch des Blut der Nacht zu brechen. Ein Bewohner des Nichts kann unsere physische Welt nur beeinflussen, solange er sich in ihr aufhält. Wenn Lilith ins Nichts zurückgekehrt wäre, wäre auch ihr Blut und somit ihre Macht verschwunden. Der Großmagier Calloway schloss einen Vertrag mit Lilith, um an ihr Blut zu gelangen. Doch er hinterging sie und verbrannte sie in einem magischen Behältnis, damit sie nicht ins Nichts zurückkommen konnte. Ah ja, verstehst du, worauf ich hinaus will? Also, wenn Lilith aus unserer Welt verschwindet, verliert ihr Blut, das in meinen Adern fließt, seine Macht? Oh, das bedeutet ja, wenn wir dieses Behältnis finden und Lilith besiegen, dann... Genau, dann wird der Fluch gebrochen und du bist frei. Eine Kreatur wie Lilith würde normalerweise einen schier unbesiegbaren Gegner darstellen, doch wir haben Glück. Der Großmagier hat ihre Essenz an ein kraftvolles Gefäß gebunden, sodass sie sich nicht mit ihrer voller Macht manifestieren kann. Gegen diese Inkarnation sollten wir selbst eine Chance haben. Der Autor des Buches muss den Aufbewahrungsort erkannt haben. Wahrscheinlich hat er das Behältnis zu Lebenszeiten in seinen Besitz gebracht. Diese Spur zu verfolgen, wird uns wohl am schnellsten zum Ziel führen. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Wir sollten nun über unsere nächsten Schritte nachdenken und neue Kraft schöpfen. Tja. Und somit haben wir die grandiose Quest abgeschlossen. Abstufe 65 mit dem Namen Das Blut der Nacht. Ja, Wahnsinn. Boah, ich muss sagen, also von der Story her, vom Feinsten. Ich bin schockiert, überrascht und neugierig zugleich. Und wenn das etwas bei mir auslöst, dann ist das gut. Also, das ist der Wahnsinn. Also, ich bin so richtig scharf drauf, jetzt den nächsten Quest zu absolvieren. Also, ich meine, das ist schon eine üble Nummer, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also, zu erfahren, dass die Vorfahren von einem selbst, einer ist ein Serienmörder, der andere hat irgendwie sich Blut von Monstern, den Nichtsgesandten, initiiert, um mehr Macht zu generieren und zu erlangen. Und dass man von solchen Personen abstammt, ist natürlich eine üble Kiste. Aber rein storytechnisch nicht schlecht, Herr Specht. Also es gibt ja schon so gewisse Jobklassenquests, die ich ja schon absolviert habe. Ich habe ja schon eine Menge gemacht hier. Ja, ich meine, schon viel durchgeballert. Aber das entwickelt sich schon zu, rein von der Story her, zu einer Top 3 Jobklassen-Quest-Reihe. Für mich persönlich. Ich bin natürlich gespannt, wie es ausgehen wird. Das heißt, es läuft alles darauf hinaus, dass wir Lilith umbringen werden, um den Fluch zu brechen. Das heißt, wir werden gegen einen magischen und mysteriösen und monströsen Dämon kämpfen müssen. Und das wird, glaube ich, ziemlich interessant werden. Tja.
Also ich bin gespannt echt, wie es weitergeht. Solltet ihr genauso geflasht sein wie ich und genauso gehypt und interessiert sein, wie es weitergeht, dann schreibt es in die Kommentare. Wie ist eure Vermutung? Wie wird es ausgehen? Werden wir das schaffen? Und wie würdet ihr eigentlich reagieren, wenn ihr sowas erfahren würdet? Also wenn ich jetzt Aya wäre in ihrer Situation, ich würde ins Kämmerlein gehen, ein bisschen weinen und erstmal klarkommen. Ich meine, das ist echt schon eine üble Nummer, ganz ehrlich. Ja, das heißt, ich werde jetzt ins Kämmerlein gehen, ein bisschen weinen, wegen Aya, weil sie mir leid tut. Und dann sehen wir uns dann, wann geht's weiter? Ab Stufe 68, oder? Ich schau mal kurz. Ja, 68. Ab Stufe 68 geht's dann weiter mit euch zusammen. Dann hoffe ich einerseits, dass ich ein paar neue Schlupper habe, sprich ein bisschen wärmer eingepackt bin. Der muss ja sagen, ach, dieses Outfit, das ist nicht meins. Ich werde ein paar Instanzen abrappeln mit der Hoffnung, dass ich neue Klamotten bekomme. Ja, und wenn ihr wollt, dann schaut doch gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Ich werde schauen, wann ich Zeit finde, auch wieder was aufzunehmen. Wie gesagt, ich gebe mir Mühe, auf natürlich laufend euch Content zu bieten, regelmäßig. Ist aktuell ein bisschen schwierig, wie gesagt, wenn man Damage Dealer levelt in den Instanzen, dann zieht sie es halt ordentlich. Und ich muss mal schauen. Aber wie gesagt, ich werde natürlich schauen, dass ich am Ball bleibe mit euch zusammen. Und sollte euch das gefallen, was ich hier betreibe, schreibt es in die Kommentare. Gebt den ganzen einen Daumen hoch. Mich würde es freuen. Und dann sehen wir uns gerne wieder zu einer weiteren Jobklassenquest hier im Spiel Final Fantasy 14 Stormlord. Und ich wünsche euch zu guter Letzt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Egal wie viel Uhr wir haben, bis zum nächsten Mal. Euer Zarina Lewis hier auf dem Server Shiva. Tschüss.